aus unserer Aufnahme gestern für die Anmoderation nichts geworden, deswegen jetzt mal ein kleiner Nachdreh. Ja, wir waren im Heidepark gestern zum Halloween-Special, haben da so ein paar schöne Aufnahmen für euch gemacht, sind ein bisschen was gefahren, alles so ein bisschen eher so im Thema Halloween, ein bisschen spooky. Und ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Und wenn nicht. Sausia. Ah, wie freut ihr schön. Bitte während der Fahrt festhalten. Ja. Jo, wir stehen jetzt hier nach Q-Line von Scream. Ich freue mich wahnsinnig. Er freut sich sehr. Ich habe jetzt endlich jemanden gefunden, der mit mir fährt, weil allein traue ich mich immer nicht. So, und ich brauche ja einen, der noch mehr Volumen hat, weil wenn der zuerst rausfällt, kann ich auf den drauf fallen. Ja, also mit dem Volumen hat natürlich nur Spaß, aber ich freue mich ja wirklich auf die Fahrt wie auf Durchfall und kein Klopapier zu Hause. Dieser Wind hier unten, mega Arbeit. Ja, mega. Endlich habe ich mal wen gefunden, der mit mir Scream fährt und überhaupt einen Turm. Ey, Leute, das Adrenalin, das schießt im Kopf, das kommt ja auf dem Weg nach unten kaum hinterher. Aber wenn ich ehrlich bin, Angst ist mitgefahren. Ja? Ich saß dann da oben und sagte, nein, nein, nein. Ich bin aber keine 20 mehr, ja? Das ist. Aber ob ich jetzt nochmal. Nee, ich weiß nicht, ob ich gleich nochmal fahren würde. Ich wollte immer irgendwas anderes. Vor allem, es ist Mittagszeit und der Hunger wird immer größer. Ich glaube, wir werden jetzt mal irgendwie was essen. Jo, wir sind jetzt hier in der Piratenbucht, haben jetzt mal online bestellt, diesen Piraten-Angels Burger. Ja. Geht relativ einfach, man kriegt seine Abholzeit, seinen Abholcode. Das Blöde ist halt, dass man halt nicht keine Sonderwünsche reingeben kann. Ja, das heißt, also es geht dann online nur der Standardburger. Aber andersrum überlege, was hier für eine Warteschlange ist, dann nehme ich das einfach so, wie es ist. Und gut, und dann zeigen wir euch das gute Ding gleich mal. Du kannst so einen Kürbis lutschen. So sieht dann im Heidepark ein Burger für 11,50 Euro aus. Und Hauptsache, der schmeckt auch noch was. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Also, hat die Küche gebrannt oder was ist da los bei dir? Es lag auf dem Fußboden. Ach so. Aber ich habe gesagt, ich nehme es trotzdem. Na, dann ist ja gut. Ja, mal gucken, wie es schmeckt. So, dann hau rein. Ja, seine Station ist ja um die Ecke. Ja, ist ja nicht weit. Gut. Und gleich kommt ein Zug. Hab ich doch gesagt. Thank you.
gefunden habt und jetzt ist meine Zeit für ein bisschen Geisterjagd. Ja, steht jetzt an für Ghostbusters 4D oder 5D. Angeschlagen sind 40 Minuten. Wir gucken mal, wie lange es wirklich dauert. Hm? Ja, wir sind in der Q-Line schon gut vorangeschritten, aber eigentlich ist das eher ein Walkthrough langsamer als denn wirklich ein Stehen, weil es geht nonstop weiter hier. Langsames Halloween-typisches vor sich hin warten. So, wir sind jetzt fast durch die weiße Schlange, Viertelstunde. Dann sind wir im Innenbereich und dann schauen wir mal weiter, was uns dann da an Q-Line noch erwartet. Und ab durch Wegkreuz. Geschafft! Bin leider wieder mal nicht Erster geworden, das kennt man ja nicht anders. Ich bin Erster. Ja, aber ich mein Zweiter, so hoffe ich zumindest. Hat mega Laune gemacht, ja, und wie gesagt, aus den angeschlagenen 30 Minuten sind dann jetzt so gute, ja, 30 geworden. Aus den angeschlagenen 40 Minuten sind jetzt so gut 30 geworden. Ja, ist in Ordnung, kann man mal machen, ja? Jetzt müssen wir mal die Wartezeiten im Auge behalten, was wir jetzt als nächstes machen. Eigentlich war ja Desert Race geplant, aber nee, da stehen die ja bis sonst wohin, ja. Da, nö, haben wir keinen Bock drauf. Ne? Muss man immer sagen, wenn die so viele Leute reinlassen, dann können wir halt nicht mitfahren, ganz einfach. Vielleicht schon mal so ein kleines Zwischenfazit. Also die Ops, die sind hier alle mega gut drauf, völlig tiefenentspannt und da kommen irgendwelche Mediziner auf uns zu, da, ne, das ist so, keine Ahnung, was hier los ist, Hilfe.
ist jetzt hier so der Wartebereich von Desert Race. So angeschlagene 30 Minuten, aber ja, von anderthalb gehe ich mal eher aus, anderthalb Stunden. Das ist ziemlich unwahrscheinlich. Jo, wir melden uns zurück aus dem Desert Race. Also 30 Minuten hat relativ genau gepasst, ob es jetzt 29 oder 31 waren, will ich mich jetzt nicht für verbürgen. Aber hat Laune gemacht, akkurater Lounge, schöne Airtime, nur zweite Reihe atmen ist ein bisschen schwierig, weil es zieht einem einfach die Luft weg und nee, ging gar nichts. Puh. Jo, jetzt haben wir hier eine Runde Mountain Rafting gefahren, sind einigermaßen nass geworden, wie sich das gehört, ja? Splash, splash, Hose für die Wäsche, aber die Aussicht entschädigt hier, schön auf die Alpen. Was will man denn mehr? Wie sich herausstellt, ist die Insel mit Krallenkrabbern besiedelt. Sie leben alle in dem Berg. Wenn wir Glück haben, bekommen wir die große Erma zu Gesicht. Sie ist hier die Drachenmutter und gerade sind wieder Drachenbabys geschlüpft. Das ist seltsam. Ich kann gar keinen von ihnen sehen. Ich frage mich, wohin sie gegangen sind. Wir sollten uns von Erma besser fernhalten. Sie lässt keinen zu nah an ihre Babys heran. Wie es aussieht, hatte sie wohl gerade einen Streit mit einem Feuergeist. So, jeder bleibt auf seinem Platz und hält die Augen offen. In dieser Dunkelheit kann alles Mögliche herumkriechen. Okay, die gute Nachricht lautet: Wir haben den Feuergeist gefunden. Die schlechte: Wir haben den Feuergeist gefunden. Das war kein Feuergeist. Ohne Zahnstocher, es ist ein Eisgeist. Er stößt Eis aus. Vielleicht können wir ja damit diesen Hitzkopf abkühlen. Jetzt wird es auch langsam dunkel hier, man sieht es schon, ich bin so ein bisschen angestrahlt hier. Wir sind jetzt hier oben nochmal bei Flug der Dämonen, wir machen jetzt hier die zweite Fahrt, stellen uns im Halbdunkeln an, die Sonne geht langsam unter. Und dann hoffen wir, dass wir so lange genug anstehen, dass wir eine schöne Fahrt im Dunkeln machen können hier. Ich weiß gar nicht, ob ich im Ansatz zu erkennen bin. Wir stehen jetzt hier seit Viertel nach sechs.
75 bei Fluch der Dämonen. Jetzt sind es inzwischen 75 Minuten, die wir hier stehen. Zwischendurch haben wir ein paar Honkies, die sich hier durchgedrängelt haben. Gut, die Idioten gibt es immer. Wir sind in der letzten Kurve und ich denke mal so in 10 Minuten, 12, 13 Minuten müssen wir drin sein, damit wir unsere Fahrt im Dunkeln machen können. Ja, jetzt bin ich hier völlig verschwunden im Bild. Und wir freuen uns auf jeden Fall mega hier auf die Tour. Kolossos, es kommt gar nicht so richtig rüber, ist ja voll beleuchtet hier. Total faszinierendes Bild. Einfach schön, einfach schön. Nur müssen wir uns jetzt gerade ein bisschen sputen, weil wir halt noch eine Nachttour auf Kolossos fahren wollen. Und hoffen, dass wir es irgendwie jetzt über den Butler schaffen. Ja, wir wollen auf jeden Fall den Nachttrip von Kolossos mitnehmen hier im Dunkeln. Normalerweise ist es schon nach 21 Uhr, es wäre eigentlich schon geschlossen. Ob die Tür dann noch offen ist, weiß ich nicht. Aber das sehen wir gleich.
einmal während so einer Fahrt hoch. Das ist einfach zu voll. So eine kitzelnde Luft. Dann verabschieden wir uns langsam mit den letzten Nachteindrücken hier aus dem Halloween Heidepark 2022. Wünschen eine gute Nacht und hoffen, uns bald wiederzusehen. Hinter uns faucht Kolossos noch die letzten Fahrgäste weg. Habt ihr auch noch was zu sagen zu dem Tag? Ich kann nur eins sagen, es war mega, es hat sich gelohnt. Die ganze Wartezeit hat sich gelohnt. Nächstes Jahr Halloween, wir sind wieder dabei. Es ist jetzt etwas diesig und völlig spooky. Ich weiß nicht, was jetzt hier noch auf uns zukommt, was uns hier passiert. Ich übernehme keine Verantwortung. Die Musik verrät nichts Gutes. Ich habe Angst. Ich habe Angst, ja. Was passiert hier noch? Bin mir nicht sicher. Soll ich weitergehen? Alles eingenebelt. Das war vorhin noch nicht. Das war noch nicht. Das wäre jetzt der Moment, wo wir sagen, wir sollten uns trennen. Ihr geht da rum und ich gehe da rum. Das ist alles so gruselig hier. Das ist nur eine M&M-Figur. Ich weiß nicht, was hier noch passiert. Das ist nicht ohne. Das ist echt nicht ohne. Was ist da? Habt ihr das gehört? Diese Musik? Was ist das? Ich weiß nicht, was hier passiert. Ich weiß nicht, was hier passiert. Jetzt ist die Musik aus. Die Musik ist aus. Was heißt das? Was heißt das? Die Musik ist aus. Es ist so still auf einmal. Was bedeutet das? Ich weiß, was passiert hier? Was ist das? Was kommt auf uns zu? Was kommt aus dem Nebel? Ah!